Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt das erste Video für 2020 und an dieser Stelle möchte ich euch allen auch ein frohes neues Jahr wünschen. Wir starten mit einem Aufgebraucht-Video. Das sind die Produkte, die ich im Dezember aufgebraucht habe. Und tatsächlich habe ich im Dezember mehr dekorative Kosmetik aufgebraucht als alles andere. Also das wundert mich wirklich sehr, weil normalerweise brauche ich ja eher selten dekorative Kosmetik auf. Wir starten jetzt aber erstmal mit der Hautpflege. Und zwar habe ich ja versucht, in letzter Zeit mehr Gesichtsmasken zu verwenden. Dementsprechend habe ich dann auch 3 aufgebraucht. Also ich habe immer so versucht, jedes Wochenende eine zu verwenden. Und das ist auch sozusagen 3-mal die gleiche Gesichtsmaske, also von derselben Marke. Face Love nennt die sich, glaube ich, beziehungsweise Beauty Punch. Bin mir nicht sicher, was genau davon die Marke ist. Ich habe die Tuchmasken mal zugeschickt bekommen. Wir haben hier einmal X-Mess Spices. Da sah eben die Gesichtsmaske aus wie Santa Claus. Dann haben wir hier noch Snow Berries, sah aus wie ein Schneemann und das letzte war Hydrolyzed Pearls und das sah dann eben hier aus wie ein Pinguin. Ich hatte bereits in meinem letzten Aufgebraucht-Post diese Halloween Edition davon gezeigt und das hier war jetzt eben die X-Mess Edition aus dem letzten Jahr und genauso wie bei der Halloween Edition muss ich sagen, dass die leider nicht meins waren. Also die Pflegewirkung, die fand ich ganz okay. Man hatte auf jeden Fall einen Soforteffekt danach. Das Gesicht war mit Feuchtigkeit versorgt, aber ich komme einfach mit der Form von der Maske an sich selber nicht klar. Also die Aussparung von Mund und Augen ist einfach nicht passend für mich und vor allem bei den Augen. Also ich habe kaum blinzeln können, weil diese Schlitze einfach so klein waren und ich glaube, das ist bei jedem der Fall. Da muss die Marke auf jeden Fall noch etwas tun. Vielleicht hat sich da bereits auch was geändert. Ich weiß es nicht, aber von meiner Seite aus würde ich die nicht empfehlen. Dann habe ich eine Haarmaske aufgebraucht und zwar war das hier so ein Sachet von L'Oreal Botanicals Fresh Care, die Anika-Reihe. Das ist eine reparierende Haarmaske für stark geschädigtes Haar. Da nutze ich aktuell auch das Shampoo und den Conditioner dazu und das hier war, glaube ich, nur eine Probe. Ich weiß gar nicht, ob es das als große Variante gibt, aber ich glaube schon. Und die fand ich wirklich gut. Also die Haare wurden mit Feuchtigkeit versorgt und haben sich danach auch total weich und gepflegt angefühlt. Ich muss nur sagen, dass ich diesen Anika-Geruch nicht so mag. Ja, deswegen würde ich es mir jetzt persönlich selber nicht nachkaufen. Wie sollte es auch anders sein? Alle 2 Monate zeige ich euch dieses Produkt in die Kamera und zwar mein Rexona Maximum Protection Deo. Das ist für mich einfach das beste Deo, was es gibt, wird immer wieder nachgekauft. Genauso wie diese Handcreme hier, das ist die L'Occitane Karité Handcreme für trockene Haut. Und wenn man wirklich trockene Haut hat, dann empfehle ich immer diese Handcreme hier. Das war jetzt auch leider meine letzte. Nachkaufen werde ich sie erstmal nicht, da ich einfach noch viel zu viel Handcreme zu Hause habe. Dann habe ich hier noch ein Micellenwasser aufgebraucht von der Marke Ren Clean Skincare. Ich hoffe, man spricht es so aus. Das hatte ich irgendwo mal in der Box drinnen, aber dieses Micellenwasser fand ich persönlich nicht so gut. Also ich habe es ehrlich gesagt immer nur genutzt, um irgendwelche Swatches oder sowas zu entfernen. Aber fürs Gesicht selber mochte ich es nicht. Also es hat halt einfach das Make-up nicht so entfernt, wie ich es von anderen Produkten eben kenne. Ein weiteres Produkt, das ich mir immer wieder nachkaufe, ist dieses hier. Und zwar ist das der Microcell 2000 und ich nutze den als Base Coat. Ich habe früher vor ganz vielen Jahren mal diese Kur gemacht und seitdem sind meine Nägel wirklich unglaublich stark. Also sie brechen kaum ab, reißen auch überhaupt nicht mehr ein. Also viele denken wirklich immer, ich habe künstliche Nägel, was ich aber nicht habe. Also das ist wirklich ein unheimlich gutes Produkt und seitdem ich diese Kur gemacht habe, nutze ich ihn halt als Base Coat und nutze auch nichts anderes mehr. Dann habe ich es tatsächlich mal geschafft, einen Nagellack aufzubrauchen. Ich kann es selber fast gar nicht glauben, weil ich habe wirklich unglaublich viel. Und zwar einen von Essie. Das ist die Farbe Fitchy und ich liebe diese Farbe. Ich habe die in letzter Zeit einfach so oft getragen. Also wenn ihr mich in den Videos mit einem, ja, sehr hellrosanen Nagellack gesehen habt oder auch auf Instagram, dann war es immer Essie Fitchy. Den habe ich mir auch bereits nachgekauft. Das ist einfach eine unglaublich tolle Farbe, auch für den Alltag. Und dann kommen wir auch schon zur dekorativen Kosmetik, die ich aufgebraucht habe. Zum einen haben wir hier einen Primer. Das ist der Catrice Prime and Fine Poreless Blur Primer. Den fand ich ganz gut. Ich fand die Textur nur ein bisschen zu fest. Also ich würde ihn mir persönlich nicht nachkaufen, weil es einfach bessere Produkte meiner Meinung nach gibt. Aber für einen Drogerie-Primer finde ich den wirklich super. Ein weiteres Produkt, das ich aufgebraucht habe und auch
bereits nachgekauft habe, ist tatsächlich eine Foundation. Ich kann mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr erinnern, wann ich mir das letzte Mal in der Drogerie eine Foundation gekauft habe. Nachgekauft schon gar nicht, weil ich einfach zu viel zu Hause habe. Und zwar spreche ich von der L'Oreal Perfect Match Foundation. Ich habe die Farbe 2N Vanille und es ist für mich wirklich die beste Foundation, die es im Drogeriemarkt gibt. Ich hatte wirklich noch keine Foundation, die ich so sehr geliebt habe wie diese hier, also zumindest aus dem Drogeriebereich, und deswegen habe ich mir die einfach direkt nachgekauft, obwohl ich eigentlich noch viel zu viele Foundations habe, die aufgebraucht werden müssen. Aber falls ihr auch mal auf der Suche nach der perfekten Foundation seid, dann probiert die mal aus, weil die Farbauswahl in der Perfect Match Reihe auch unglaublich groß ist. Eine weitere Foundation bzw. Cushion, die ich aufgebraucht habe, ist die von Peripera Bright Up aus der Frozen Kollektion. Die habe ich, glaube ich, in Korea gekauft. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, oder in Thailand. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Das war die Farbe 2 Vanilla Beige. Fand ich ganz okay, aber die war mir persönlich zu nass im Auftrag, wenn ich das so sagen kann, zu feucht. Hier sieht man zum Beispiel auch, dass das Schwämmchen tatsächlich hier drin gebrochen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Also es ist tatsächlich gerissen, weil es ständig feucht war. Und das hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch bei keiner einzigen Cushion. Also ein bisschen komisch irgendwie. Und dadurch, dass es ja eh eine Limited Edition war, kann man es sowieso nicht mehr nachkaufen. Und dann kommen wir auch schon wieder langsam zu Ende. Die letzten beiden Produkte, die ich euch jetzt nur noch zeigen möchte, ist einmal von NYX oder NYX ein Blush, und zwar in der Farbe Taupe. Den habe ich aber nicht als Blush verwendet, sondern eben zum Konturieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich den wirklich vollkommen aufgebraucht. Das ist wirklich ein toller Ton. Wie der Name schon sagt, so ein bräunliches Taupe, was eben auch sehr kühl war. Also mochte ich unheimlich gerne, und hier bin ich auch im Überlegen, ob ich mir den nachkaufe. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob es den überhaupt noch gibt. Da muss ich mal schauen. So, und das letzte Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist ein loses Puder, und zwar von Etude House, das Dream On Powder. Das ist, soweit ich weiß, im Standardsortiment erhältlich, und zwar habe ich die Farbe 02 Apricot Beige. Das habe ich auch in Korea oder in Thailand gekauft. Ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Fand ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Da hatte ich schon bessere lose Puder aus Korea, beziehungsweise nutze ich ja eher die losen Puder aus dem High-End-Bereich. Es hat mir einfach nicht lang genug mattiert, und das Finish war auch einfach nicht das, wie ich es mir eben vorstelle. So, und das war es auch schon wieder mit meinem Aufgebraucht-Video für den Dezember 2019. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Erzählt mir doch gerne mal, ob ihr eines dieser Produkte, das ich euch jetzt gezeigt habe, kennt oder selbst auch nutzt. Ansonsten wird es 2020 auch wieder jeden Monat ein Aufgebraucht-Video geben, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!